Zollkirschen halt nicht. Ich mag starke Ausdauer. Feilschen. Wow, tatsächlich bin ich ziemlich arm dran. Gut. Hat sie irgendwas gesagt, das wir wissen sollten? Ja. Sie sagte, der Jarl hätte einen Überraschungsangriff auf uns geplant. Wurde aber von ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling. Jetzt, wo ihr es erwähnt. Ja, in der Tat. Ich habe da einen Käufer mit einem, nun ja, sehr seltsamen Literaturgeschmack, der ein paar besondere Bücher sucht. Oh. Es soll sich um das wirrige Schreibsel eines Verrückten handeln. Eines Zauberers namens Arondil, der sehr merkwürdige Interessen hatte. Das Ganze erstreckt sich angeblich über 4 Bände und ist äußerst schwer aufzutreiben. Mein Kunde bietet eine ansehnliche Belohnung dafür, die ich mit euch teilen würde. Das kenne ich, den Namen kenne ich. Dann sind wir im Geschäft. In späteren Jahren zog Arondil in die Eishöhlen, die als Ingwild bekannt sind. Er zog es vor, allein zu sein, um seine Experimente durchzuführen. Ja. Auf Wiedersehen. Das war eine Eishöhle. Eine Höhle an sich recht lang und ich glaube, du musst auch gegen den persönlich kämpfen. Hat einen Moment gedauert gehabt, meine ich. Schwerer Gegner. Obwohl ich sagen muss, mit der Verrückten neben mir gar nicht mehr so schwer. Ich habe herausgefunden, was die Verrüstung trägt. Und zwar tatsächlich hauptsächlich leichte Rüstung. Scheint aber tendenziell auch schweres zu tragen, was den Kopf angeht. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr... Seht es euch an. Aber das Problem ist eben... Sie hat eben nicht das Angebot. Wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ja. Beschwer dich. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Ich brauche ja... Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Vergesst nicht, im Wollt wohl sich die besten Waffen und Rüstung. Mich auch schon leer gekauft. Eisenerzbahn, okay. Kleidung. Elfenarmbänder, flinken Finger. Elfenpanzerhandschuhe, Elfenschild, Elfenstiefel. Hier, Lederrüstung. Da. 47. Jetzt sag mir nicht, dass Lederrüstung mit 47 bei ihr besser ist als andere Sachen. Das ist nämlich eine Schwerrüstung. Habe ich die nicht verkauft? Nee, glaube ich nicht. Wenn ich wüsste, was sie für einen Werte hat. Weil die hat doch Eisenpanzer in der Schmiedekunst. Oh, der Schmiedekunst. Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Was für... Ich müsste mal gucken, was jetzt wirklich gute, leichte Rüstungen sind. Ich meine, wenn die Leder über Elfen... Ziel. Okay. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Bei den Kindern, nein! Na komm. Versuch's doch. Sehr schön. Zwergenfall Gold.
gefallen. Eisenpfeil. Fellrüstung. Die ist natürlich total für den Eimer. Wenn ich eine vergoldete Elfenrüstung finden würde. So, ich habe sogar noch eine Idee. Magie, Wiederherstellung. Heilende Hände. Ich hoffe, ihr erwartet keinen Dank. Ich bin ein Magiker. Nee, ich muss tatsächlich nochmal raus. Fällt mir gerade ein. Denn ich muss noch Beschläge schmieden. Moment. Hatte ich nicht noch woanders Eisen gekauft? Ich bin verwirrt. Ich habe doch noch woanders Eisen gekauft. Aber gut, wenn ich die Schmelze habe, dann kann ich auf jeden Fall nochmal Eisen herstellen. Schmiede, genau. Dann kann ich jetzt als allererstes zur Schmiede gehen. Ah, dang it, ich brauche die Schmelze. Ach nee, die steht ja schon da. Schmelzhütte. Gut. Das kann ich weitermachen. Truhe. Schloss. Okay. Aber ich habe kein Korundum, ne? Yep. Also ist nichts mit Thron. Mal gucken, was wir noch zusammensetzen können. Einrichtung natürlich nicht, da bräuchte ich Glas. Was habe ich sonst wo? Schleifstein. Rüstungswerkbank. Mietfässer. Ziel. Na gut. Später, wenn ich einen Huskarl habe, dann kann ich eh die restlichen Dinge, die ich nicht machen will, in Auftrag geben. Zum Beispiel hier den kompletten Raum. Der muss ja noch gemacht werden. Ich meine, ich habe jetzt noch Nägel und Holz. Das dann auch schon langsam. Ein bisschen was, was dann zum Neige geht hier. Ich meine, ich habe noch 103 Holz, aber das könnte ich auch im zweiten Haus noch verwenden. Ich das denn dann baue. Pferd, ich habe einen Stall, da könntest du reingehen, wenn du willst. Mist. Bevor ich einsortieren kann, müsste die ganze Bude erstmal eingerichtet sein. Was sagt denn mein Inventar? 169. Warum? Gut, die Eimer kommen gleich noch weg. Gut, der Lehm noch.
macht auch noch einiges aus. Dann kann ich noch die Scharniere ablegen. Stahlbarren. Die Schlüssel sind ja uninteressant. Zaubertränke habe ich auch noch nicht so viele dabei. Das ist auch so gut wie leer. Jetzt habe ich hier natürlich... Gut, ich könnte... Oh, tatsächlich kann ich zwei, meine ich, in Weißlauf abschließen von den Missionen. Den Beidhänder von... Oder Zweihänder von Balgruf, der war ja... irgendwie oben im Drachenfeste. Und den... Dolch, meine ich, der müsste hierher. Von der einen Totentante. Ist nur die Frage, wo unser... Ah. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Ich bin froh, das zu hören, denn ich brauche eure Hilfe. Seht ihr, ich habe etwas Kostbares verloren. Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ja, warum nicht? Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Sie hat endlich beschlossen, ihn ihrem Vater zurückzugeben. Die gute Seele. Ich werde dafür sorgen, dass er so schnell wie möglich zu seinem Grab gelangt. Danke, dass ihr ihn mir gebracht habt, mein Kind. Möge Arkais Segen mit euch sein. Den Dolch bin ich losgeworden. Dafür habe ich auch noch einen. Dann habe ich noch eine weitere Mission bekommen. Diese ganzen Bücher. Uiuiui. Das wird noch ein Aufwand, die zu klauen. Jedes Buch in ganz Himmelsrand wird dann geklaut. Irgendwann in stundenlanger Kleinarbeit. Dämlicher Thanos-Prediger. Ich bin sowas von... Den müsste ich nachts einfach mal heimlich umbringen. Direkt ihn umgebracht, kein Zeuge, keine Kopfgeld, kein gar nichts. Wo ist jetzt Balgruf? Ich diene Jarl Balgruf als die Götter über eure Kämpfe wachen. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Wenn ihr damit den Krieg meint. Ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tully und Ulfric Sturmmantel. Der Tag mag kommen, doch dieser Tag dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Fahrengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Moment. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, lasst eure ist Waffen dies alles, was wir tun können. Bitte stecken. Wenn ihr mich jetzt der Jarl ist, wie ihr euch... Von Adrian? Das muss die Waffe für den Jarl sein. Ach so. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Klingt doch ganz gut. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Mal sehen, wie viel ich bekomme. 20. Ja, gut. Genießt hab ich euren nicht Besuch in die eine Mission von dem Kerl erledigt mit seinem Drachenstein? Oh, und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ölsturzhügelgrab. Auf zum Ölsturzhügelgrab mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger Mann. Und ich eigentlich auch. Hab ich das noch nicht gemacht?
Ich dachte, ich hätte das Ölsturzhügelgrab schon erledigt. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal die zwei Messer los oder die zwei Waffen losgeworden, die ich noch mit mir umgeschleppt habe, die eben nicht von mir waren. Das Ölsturzhügelgrab. War ich da nicht schon? Ich glaube nicht. Ölsturzhügelgrab. Nein, da war ich noch nicht. Na gut. Vielleicht mache ich das mal. Bis jetzt habe ich ja auch noch gar keinen Drachen irgendwo gefunden, tatsächlich. Was schon ein wenig überraschend ist. Weil eigentlich. Lasst mich raten. Jemand hat Eigentlich müsste ich ja. Moment, Umgebungskarte, ich wollte mal gucken. Ja, in Einsamkeit, natürlich. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Habt ihr euch schon als Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe? Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Er kann mir auch alle Handwaffen trainieren. Das ist sehr interessant. Ich möchte nur nach Hause gehen und lesen. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach. Eieieiei. Was eine Frau. So ein bisschen Verständnis sollte man hier haben. Mein Lieb, jetzt nicht mehr. Dank eurer Hilfe. Jetzt nebenher? Aber sicher. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Aber gut. Was können wir denn jetzt nochmal machen? Wir könnten anfangen, ein paar Missionen zu machen. Wir könnten aber auch nochmal in die anderen Städte reisen und tatsächlich noch ein paar Missionen sammeln. So, dass wir dann in fast jeder Gegend, wo wir sind, Missionen haben. Das wäre natürlich nochmal witzig. Dass man dann einfach nur massig Missionen hat und überall durchmarschiert. Um die... Ich glaube, das mache ich auch. Ja, das mache ich auch. Ich gehe jetzt erstmal in die Städte, sammle Missionen und gucke dann weiter. Wobei, ich müsste dann eine eigentlich direkt machen, sonst gibt es da weitere. Ja. Ich glaube, ich mache das tatsächlich jetzt. Soll ich die Kutsche zu den einzelnen Städten nehmen, wo ich noch nicht war, und dann da erstmal Mission einsammeln und dann gucke, wo es mich überall hin verschlägt. Ja, gut. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.